Herzlich willkommen zum X-Tipp-Spieltagstipp der Kreisliga 7 mit Dennis Lippert vom SV Eilestedt 2. Und wir tippen für euch den 8. Spieltag. Samstag spielt Halstenbek-Grelling 3 gegen Union Tornesch. Was ist dein Tipp? Ich denke mal 2-0 für Halstenbek. Dann kommen wir auch direkt zum Sonntag. Union 03 gegen Rissen. Ich denke mal, es wird ein 2-2. Dann kommen wir zu eurem Spiel. Pinneberg 2 gegen SV Eidestedt 2. Ich denke mal, er wird ein 2-0 für uns rausspringen. Die Tore werden Eddie und Kevin machen. Dann kommen wir zu TuS Ostdorf gegen Roland Wedel, dem 3. Da wir gegen Roland Wedel gespielt haben, die sind eigentlich recht stark, denke ich mal auf ein 2-1 für Roland Wedel. Dann Komet Blankenese gegen euren letzten Gegner Blau-Weiß 96. Ah, da wird 0-1 kommen. Kosmos Wedel gegen Waldenau. Waldenau ist eigentlich recht stark. Ich tippe mal auf Waldenau 2-0. Dann der erste der Tabelle. Nienstedten gegen Hettlingen. Ja, die haben ja einen guten Lauf. Ich denke mal, das macht Nienstedten. Genau, 3-0. Nienstedten auch dein Tipp für die Meisterschaft? Ist noch nicht ganz durch, das Ding. Aber ich denke mal schon. Aber das wird sich nachher entscheiden. Dann kommen wir zum letzten Spiel. Großflottbek gegen Teutonia 10. Es wird ein 0-0 unentschieden. Alles klar, vielen Dank.